Guten Tag, Bärbel Salecker aus Rübke. Nun heb wie Mai. Man sech ja auch de Wonnemonat der Tau. De Fleider bläut und rückt so gaut. Aber mit der Wonne, da ist dat Grot nicht so wie hier. Nun hebt ihr uns langsam an Lütt beten an diese verrückte Tiet gewohnt. Hebt neue Gewohnheiten entwickelt und uns ein Lütt beten Struktur schafft. Wie hefliert zu Hus zu blieben, wie drucht Masken, wie weht mit Augenmaß, wie viel 2 Meter Abstand sind. Und Gummibänder, die sonst man bloß brugt wart für 2 Unterbüchsen, die sind nu dat neue Klopapier. Und nun dämmert uns dat auch immer doller, dat das in Düsse 2000 schwinnig. Kein Urlaub, keine Festen, keine Vieren und keine Veranstaltung, die uns so leif, vertrut und wichtig sind, die könnt dit Jahr nicht stattfinden. Auch wenn wir nur die ersten vorsichtigen Schritte in dissen neuen Alltag mucht. Vorsicht, dat is nu dat neue Wort in den Nachrichten jeden Tag in der Flimmerkiste oder in Dudelkasten. Vorsichtige Lockerung. Vorsichtiges Openmucken von Lodens. Vorsichtiges Schulbesäug. Vorsichtiges Droben mit Analyt. Vorsichtig in Gottesdienst. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und zu Vorsicht, da fällt mir wat in. Ein von mine nähen Gewohnheiten ist dat Lopen mottensfreu den Appelhof. Und manchmal ist dat doch ganz düchtig, natt und glitschig. Und ich mog denn so vorsichtig Schritt bi Schritt und bin froh, dat ich mi no den Walkingstöcke do bi heb. Mit dissen Stöcken kann ich man mi afstützen, voll mi sicker ob de obwärchten Wegen. Und dann geht mir so der 23. Psalm dörn Sinn. Der Herr ist mein Hirte. Ich kenn den noch von mein Konfirmationstiet. Und ich mucht den damals. Aber ich hef lang nicht mehr an dem Dacht. Geht auch mein Weg durch düster Gräun. Ich hef kein Bang nicht. Du bist jo bi mi. Din Stock und din Stütt. Die sind mi Trost. Und wenn ich denn so durch den Motten voll von Zwiebel und Angst, wie dat eins immer noch so weitergeht, lob, dann hör ich de Vögel singen, de Sünn geht ob und den Schwonenpor trägt in dat Beregnungsbecken sien Rünnen und de Wönnewöb mogt sehen Hubens und weht nix von Corona und all diese dunklen Socken, die in mien Gedanken sind. Und ich denk wieder an den Psalm. Hey, gift mi weit, ob Gräune wischen. Bringt mi an Woda, wo ich still wehen kann. Mien Seel gift dat nähe Kraft. Und so galt mir de ganze Psalm dir in den Kopf. Und plötzlich frug ich mi selbst. Mog dat überhaupt als Sinn, diese Psalmen, Sprüchen, Leider, Gebete, wat schuld diese ganze Krom ändern? Hätt dat Sinn? Und dann gäf ich mi selbst de Antwort. Jo, dat mogt Sinn. Denn dat sind nicht einfach bloß Wür. Dat is Bekräftigung. Dat sind Wür, die sind viele hunderte von Jahren old. Und mir ward bewusst, wie stark die Kraft von dieser Wür ist. Und dass das so wichtig ist, zu schnacken, zu singen, zu beten. Der Macht von Wür, von gaude Wünsche, von beten, von miteinander schnacken und Tau hören, das gibt Kraft und Tauversicht. Vor Hunderten von Jahren und nu. Denn Fehl passt in düsse Tiet. Und wie magt, dat Menschen lang für uns dat auch a belebt hätt. Dat wür ne andere Situation.
aber der Angst und Sorgen, die wär gleichs. Und der Anna Gründen, der würden dat auch, aber dat Gefäul wär glücks. Und diese Menschen, unsere Vorfahren, der habt diese Würd Kraft und Trost geben. So wie mi, der Zalm und min Konfirmanden tiet. Und wenn ich so dör der Appelhof go und dat Lud für mich her sech, mit mine Gedanken, wie all die Menschen, die in min hatten sind, dann kommt zu mi de Zauber von disse ohlen Wür und gift mi Traust und Schauversicht. Und vielleicht kommt dat auch so ein Betenröber, wenn wie dat nu noch mal hört. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.